Das Greenpoint-Stadion in Kapstadt. Fassungsvermögen 68.000 Zuschauer, ein Neubau. 5 Gruppenspiele, ein Achtel, ein Viertel und ein Halbfinale werden hier ausgetragen. Kapstadt, zweifellos Südafrikas Perle am Meer. Dort, wo sich Atlantischer und Indischer Ozean treffen. Tafelberg, Strände, Surfer, Weinberge. Kapstadt, die Metropole inmitten atemberaubender Natur. Und jetzt auch noch das. Ein neues Stadion, prominent und spektakulär in Szene gesetzt, zwischen Meer und Tafelberg, weithin sichtbar. Deswegen auch gab es anfangs heftigen Streit um den Standort. Ohne das neue Stadion hätten keine WM-Spiele in Kapstadt stattgefunden. Das hat die FIFA sehr deutlich gemacht. Sie wollte das Stadion hier, viele Kapstädter aber waren dagegen, weil es ein sensibles Stück Land ist. Mittlerweile mögen die Kapstädter das Bauwerk aber, das von deutschen Architekten entworfen wurde. Es hat einige Besonderheiten, etwa Arrestzellen für undisziplinierte Fans. Und der starke Wind musste unter Kontrolle gebracht werden. Die besondere Außenkonstruktion hält immerhin 80% des Windes ab. Letzte Arbeiten am neuen Schnellbussystem müssen noch abgeschlossen werden. Dann gibt es nur noch ein Problem. Es könnte kühl werden während der Weltmeisterschaft in Kapstadt.